Ich persönlich betrachte alles, was mit Geld zusammenhängt, als transitorisch. Geld ist einem Menschen geborgt für die Zeit, die er lebt. Und dann geht es wieder in andere Hände. Ich habe geerbt. Ich habe, wie Sie wissen, nicht sonderlich viel dafür gearbeitet. Und wenn ich sterbe, wird das auch wieder in andere Hände gehen. Es ist eigentlich ein transitorischer Prozess. Und ich verstehe Menschen nicht, die sich zum Sklaven des Geldes machen. Denn dafür ist es wieder nicht wichtig genug. Dokumentarfilm, der eigentlich kein Dokumentarfilm ist, oder ein Spielfilm, der kein Spielfilm ist. Wir kümmern uns um das Leben von Arndt von Bohlen und Halbach und wir wollen aber am Anfang des Films klar machen, dass wir quasi Archivmaterial haben, was kein echtes Archivmaterial ist. Das Prinzip des Films ist, dass wir im Jahr 1978 sind und ein Reporter Arndt von Bohlen begleitet. Das sind alles Originalzitate, die wir zusammengeschrieben haben. Das ist also Arndt von Bohlen und ich fände es gut, wenn ihr euch irgendwie einigermaßen in den Mann reinversetzen könnt. Wer kommt jetzt an? Arndt Clapton. Du bist 40 Jahre alt, du bist schwul und dazu stehst du auch. Das verkörperst du auch. Mhm. Du bist millionenschwer und du bist das Hassobjekt der Yellow Press der Bundesrepublik Deutschland. Die Leute finden dich unmöglich. Ich frage mich die ganze Zeit, warum der so geworden ist, wie er geworden ist. Warum lebt er in so einem Schloss mit 70 Angestellten in seinen Hochzeiten? Warum hat er einen unmöglichen Pelzmantel an? Ich, Arndt Friedrich Alfred von Bohlen und Halbach, bin am 24. Januar 1938 in Berlin geboren. Bis zu meinem 28. Lebensjahr war ich einer der Stahlbarone des Ruhrgebiets. Ich sollte die Firma meines Vaters und seiner Vorgänger vorfahren. Entschuldigung, darf ich nochmal? Ich sollte die Firma meines Vaters und seiner Vorgänger erben. Die Krupps, deren Namen ich nie führen durfte. Ich bin in verschiedenen Internaten in Bayern und der Schweiz auf dieses Erbe vorbereitet worden. Mich hat das allerdings nie sonderlich interessiert. Und arbeiten, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich habe 1967 auf ein Erbe von ungefähr 3 Milliarden D-Mark verzichtet. Das ist mir sehr schwer gefallen. Aber wissen Sie, was mich am allermeisten gekränkt hat? Aber wissen Sie, was mich am meisten verletzt hat? Wissen Sie, was mich am meisten verletzt hat? Wissen Sie das? Dass selbst die seriöse Presse mich als reichsten Frührentner Deutschlands bezeichnet hat. Selbst die seriöse Presse mich damals als den reichsten Frührentner Deutschlands bezeichnet hat. Ich fühlte mich damals weder alt noch besonders früh verrentet. Ich fühle mich weder alt noch früh verrentet. Ich habe viel erlebt. Ich habe fast alles erlebt, was ein Mensch erleben kann. Ich habe in meinem Leben wirklich alles erlebt, was ein Mensch erleben kann. Und ich bereue nichts davon. Das können Sie mir glauben. Nur manchmal wünsche ich mir, ich wäre ein wenig härter gewesen. Er war der funkelnde Saphir in dieser grauen Dynastie. Es war für mich ein außergewöhnlicher Mensch, Paradiesvögelchen, aber im positiven Sinne.
Er war ein einsamer Mensch eigentlich und er suchte halt immer nach Liebe oder nach einer Anerkennung. Ein sehr gebildeter Mensch, sehr gepflegt, sehr auf gutes Benehmen hat er Wert gelegt. Er hatte eine weiche, liebenswerte Art, fast weibliches Wesen, zart. Er hat nicht im Traum dran gedacht, in Trab zu fallen oder gar in Galopp. Da hat das Schiff gebrannt und Ahn bewegte sich in derselben stoischen Ruhe, um zwischen Wäschestücken nach dem Schmuck zu angeln, den er auch wirklich zum größten Teil rausgeholt hat, 5 Minuten bevor der Haupttank explodiert ist. So jemand gibt es auch nicht mehr. Diese Leute, die so Persönlichkeiten sind wie er. Ich weiß, so ein bisschen das Tantige, ne? Das Tantige, was der hat. Das ist ja immer so tantig. Das ist ja, nicht nur fraulich, sondern so. Ja, nee, aber so, es ist halt auch die Zeit gewesen. Nee. Das ist so. Diese Handtasche und dieser Look und was ich eben gesehen habe, das ist wahnsinnig wie alte Tanten noch. Dieses Zugeknüpfte und dann die lange Kette und so. Ich, Arndt Friedrich Alfried von Bohlen und Halbach, bin am 24. Januar 1938 in Berlin geboren. Ich war bis zu meinem 28. Lebensjahr einer der führenden Stahlbarone des Ruhrgebiets. Ich sollte die Firma meines Vaters und dessen Vorfahren erben, die Firma Krupp, deren Namen ich nie tragen durfte. Ich wurde auf verschiedenen Internaten in der Schweiz und in Bayern auf das Erbe vorbereitet. Doch es hat mich nie sonderlich interessiert. Und arbeiten, das hat mir gerade noch gefehlt. Vorsicht bitte auf. Auf die Blumenkante. So. Kann ich ihn ja noch im Garten in seiner ganzen Pracht zeigen. Vorhin bei diesem schrecklichen Schauer war mir das leider nicht möglich gewesen. Und jetzt ist einem wieder fast so, als könnte man dann die Jacke schon wieder ausziehen. So. Herr von Bohlen, was bedeutet Ihnen Geld? Ich persönlich betrachte Geld und was Schlösser und Häuser, materielle Güter als transitorisch. Ich denke, dem Menschen ist Geld in die Hand gegeben für die Zeit, die er lebt. Und Sie wissen ja, in meinem Fall, ich habe geerbt und ich habe nie besonders viel dafür gearbeitet, wie Sie sicherlich wissen. Und auch bei mir wird, wenn ich mal sterbe, das dann in eine andere Hand übergehen. Und so ist es eigentlich ein ständiger transitorischer Prozess, wenn man so will. Ich persönlich verstehe die Leute nicht, die sich zum Sklaven des Geldes machen, denn so wichtig ist es dann ja auch wieder nicht. Geld spielt ja nie eine Rolle groß bei ihm. Also man darf ja nicht vergessen, dass er wirklich zügellos Geld ausgegeben hat. Aufwand für das Budgetjahr 84-85 ist 9,9 Millionen. Und der Aufwand für das Budgetjahr 85-86 ist 9,1 Millionen.
Steuern 2,5 Millionen. Blühnbach 350.000. Unterhalt im Jahr. Da haben sie aber noch keine Semmel gegessen. Betriebskosten Palm Beach, das war ja damals schon da, 250. Der Dollar kostete damals 3 Mark. Autokosten und Betriebskosten 100.000. Anneliese von Bohlen 130.000. Frau Henriette von Bohlen, immerhin mit ihm verheiratet, 230.000. Bürokosten, das war ein bescheidener Posten von 50.000. Zudem dann viel später noch dieses Schiff da dazu kam, das dann, fast hätte ich gesagt, Gott sei Dank dann untergegangen ist und die Kosten wieder sozusagen raus waren aus dem Budget. Wir haben nämlich ein Budget. Er war nicht der finanzielle Schlotterbub, den man immer sagt, ja, der hat nicht gewusst, wo links und rechts ist. Das hat er vielleicht, wenn er einen zu viel getrunken hat, aber das wäre mir auch nicht anders gegangen. Er war sehr großzügig zu den Angestellten. Art war das, was die Amerikaner Overstaff nennen. Er hatte überall zu viel Leute, ja. Es waren zu viele Angestellte und zu wenig für die zu tun. Diese Weihnachtsgeschenke, diese Sammelgeschenke, diese Geschenklisten. Es waren bei seinem Tod noch Weihnachtsgeschenke zu bezahlen in München am Promenadeplatz für rund 400.000 Mark. Versicherungen. Der Mann war ja überhaupt nicht versichert. Versicherung ist langweilig. Versicherung ist überhaupt nicht langweilig. Versicherung ist sogar Titel Nummer 1, denn wir hatten ja 2 Schäden. Wir hatten einen Schaden von, im Hotel Hilton hatten wir ja einen Schaden von 2,3 Millionen. Auf dem Schiff hatten wir einen Schaden von 4,5 Millionen an Schmuck. Zeigen Sie doch mal ruhig auch hier diese Instrumente, das habe ich selber entworfen. Und dann darf ich Ihnen noch so ein kleines Detail verraten. Das ist ein Ring, der mir sehr viel bedeutet. Das ist sehr zufällig dazu gekommen, dass ich den sah und dass ich ihn abgenommen habe, ist dann folgendes durch Zufall entstanden. Schauen Sie mal. Das Krupp-Zeichen. Für eine ständige Mahnung an meinem Finger. Wenn das Herr Beitz wüsste. Ja. Wo ist er denn, der Bengel? Kommt er, komm mal rein. Das ist ja jetzt windig draußen geworden jetzt. Schlinge, mach die Tür mal zu. Ich wollte Besuch haben und eine kleine Überraschung für dich. Jetzt mach mal die Augen zu. Mach mal deine Augen zu. So. So. Wenn du es eigentlich nicht verdient hast. Er war eben, wie Gottfried Keller sagt, ein Bürschchen von fertigem Gelde. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Ich kann mir vorstellen, völlig normale Leute, die haben so jemanden nicht verstanden. Ich denke, das wird es immer geben, solche Leute, die so denken über jemanden, der viel Geld hat. Natürlich lebt man auch nur als Mensch und macht dann natürlich Dinge, die auch mal, wenn man so viel Geld hat, natürlich, dann gibt man es halt aus und macht bestimmte Dinge, wo andere neidisch sind. Es hat sich ja eigentlich auch die Frage nicht aufgetan, was er hätte tun sollen, um sein Vermögen, das er hatte, zu rechtfertigen. Das hat er nun mal gehabt. Was soll er denn machen? Und er hat es ja auch ausgegeben. Ich meine, er hat ja dadurch haben ja ein paar Leute davon Bewegung gelebt. In das Ganze gebracht. Und das ist ja auch eigentlich gut für alles. Herr von Bohlen, wie groß ist Ihr Besitz? Blühnbach ist der zweitgrößte österreichische Privatbesitz. Es gehörte früher dem Erzherzog Franz Ferdinand, dem österreichischen Thronfolger. Und 2 Jahre nach dem Tod hat mein Großvater Gustav ihm österreichischen Staates abgekauft. Also bezahlt hat das meine Großmutter Bertha. Und zu diesem Anwesen gehörte früher noch, ich musste leider vieles verkaufen, 18.000 Hektar Land und Gebirge und Jagdhütten.
eine Sägemühle und ein Wasserwerk und ein Pipapo. Und leider, wie gesagt, habe ich das meiste verkaufen müssen. Das Schloss natürlich nicht. Sieht mir recht groß aus. Ja, das hat 72 Zimmer und in Hochzeiten waren meine Großeltern früher bis zu 70 Angestellte. Meines Großvaters Gustav von 1922. Und jetzt gehen wir weiter in das berühmte Jagdzimmer. So. Das hier ist das Lieblingszimmer meines Großvaters. Ein passionierter Jäger war. Passionierter Liebhaber, weiß man nicht. Meine Großmutter war 20, als sie sich in Rom kennenlernten, oder besser gesagt, einander zugeführt worden sind. Dann musste ja ein Mann ins Haus, sie war Alleinerbe in der Firma und soll sogar der Kaiser sich darum gekümmert haben und sich dafür eingesetzt haben, diesen preußischen pflichtbewussten Beamten Gustav ihr zuzuführen. Die hatten dann 7 Kinder und haben aus der Villa Hügel eine Musteranstalt an Disziplin und Ordnung entstehen lassen. Und die Krupp'sche Pünktlichkeit, die habe sogar ich geerbt. Ja. Und dieses sprichwörtliche, so hart wie Kruppstahl, haben Sie das auch geerbt? Nein, da müssen andere urteilen. Aber ich denke, nein, das bin ich nicht. Ich bin auch, habe mir nie besonders was aus Sport gemacht oder was. Wettkampf oder Zähigkeit oder das sind Dinge, die mich in meinem Leben bis jetzt kalt gelassen haben. Ja, das ist jetzt wieder tot. Ja, mit dir. Da kann ich mir gar nicht so hingucken. So, und jetzt mixe ich Ihnen mal einen schönen Martini. Und es war ja auch schwer, seiner habhaft zu werden. Sie müssen, der war auf der Flucht wie Dr. Richard Kimball. Wir haben über die letzten 6 Jahre seines Lebens haben wir eine Liste von 250 verschiedenen Aufenthalten. Also nicht verschiedene Aufenthalte, aber 2 Ortswechseln. Wissen Sie, wie das heißt? Das heißt Bullshot heißt es. Es ist eine Rinderbrühe mit Eis und Wodka. Köstlich, ja. Müssen Sie mal probieren. Es ist, gerade wenn man mal weniger geschlafen hat oder die eine oder andere Nacht durchgemacht hat, ist es für den Morgen wunderbar. Ist das heute der Fall? Das ist heute quasi zur Hälfte der Fall, ja. Es ist so, wir haben gestern eine kleine Feier gehabt und es ist länger geworden und das ist jetzt, wenn Sie davon 2 trinken, dann probieren Sie mal. Und dann ganz wunderbar. Wenn man mir das so ansieht, dann werde ich auch gleich meine Brille wieder aufsetzen. Naja, so. Dann können wir später machen. Und wie gefällt es Ihnen auf Sylt? Ich meine, das ist Sylt ist die Nordsee, das ist nicht Saint-Tropez, das ist auch nicht Porto Cervo, das ist nichts mit, das ist die Nordsee, das muss man mögen. Und ich mag das. Fühlt man sich ja eigentlich freier? Ich finde schon, dass Sylt auf eine Art und Weise diese Ruhe gibt, das Verfolgtsein weniger ist hier und
Das ist schon was Besonderes. Das ist sonst auf dem Festland in der Bundesrepublik nicht so. Mein Vater hatte ja hier auch ein Haus. Hier wurden ja viele Geschäfte gemacht, wie Sie wissen vielleicht. Auch die ganzen Ostgeschäfte wurden hier mit Bertolt Beitz zusammen und Willy Brandt zusammen hier ausgeheckt. Wahrscheinlich auch mein Erbverzicht wurde hier geplant. Er hat vielleicht nur einmal in seinem Leben den größten Fehler gemacht, dass er dem Fuchs Beitz auf den Leim gegangen ist, weil der hat ihn ordentlich über den Tisch gezogen. Ich kenne Arndt von Bol sehr lange. Ich habe ihn damals gleich kennengelernt, 1952. Der Erbverzicht von Arndt hat den Weg erst frei gemacht für die Stiftung. Und man da soll nicht verkennen, dass ein Mann wie Arndt von Bol ein großes Opfer gebracht hat im Interesse der Firma. Ohne den Erbverzicht von Arndt von Bol existierte die Stiftung nicht und vielleicht auch die Firma nicht mehr. Für einen Menschen, der auf ein Vermögen verzichtet hat, das immerhin nach glaubwürdigen Schätzungen 3,5 Milliarden D-Mark, damals D-Mark, wert war, dass man diesen Menschen zwar mit einem Einkommen nicht ausbezahlt hat, also man begegnet immer wieder dem Ausdruck, man hat ihn abgefunden oder ausbezahlt, das ist vollkommen unzutreffend. Man hat ihm etwas sozusagen fast symbolisch dafür gegeben. Arndt bekam also für seine Lebensart läppische 2 Millionen im Jahr ausgezahlt. Und das Gefährlichste war, man hat ihm auch noch den privaten Nachlass des Vaters gegeben. Nicht die Firma Krupp, sondern das Schloss Blühnbach, die Farm in Südamerika, das Haus in Oberbayern, Gutenreuth und dergleichen. Diese Dinge, so schön sie waren und so wertvoll sie waren, die haben Unterhalt gekostet. Und der Unterhalt war für Herrn Alfred Krupp von Bohlen als Inhaber der Firma, wie sagt man heute, aus der Portokasse oder aus der linken Hosentasche zu zahlen. Aber für den Herrn von Bohlen... Ich habe mich entschlossen, die Firma über eine Stiftung, die Ausdruck der dem Gemeinwohl verpflichteten Traditionen des Hauses Krupp sein soll, in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln. Diesen Weg zu gehen ermöglichte mein Sohn Arndt durch seinen Erbverzicht. Für seine verantwortungsbereite Einsicht möchte ich ihm vor aller Öffentlichkeit ausdrücklich danken. Wir haben hier, wenn du das machst, eine soziale Großtat. Wenn du das machst, bist du der Retter von 110.000 Menschen. Du sicherst also ihre Arbeitsstellen. Es wurde ihm auch sicher so geschildert, natürlich. Und ein junger Mensch ist auch für diese Argumente empfänglich und gerade für diese Argumente. Von wem? Von wem? Ja, von seiner Umgebung, von denen, die ihn zu dem Erbverzicht veranlasst haben. Wer kann das gewesen sein? Die hier in den Akten drin stehen. An erster Stelle Herr Bertolt Beitz natürlich. Bereuen Sie es eigentlich, kein Krupp geworden zu sein? Erstmal ist das eine sehr gute Frage. Ich habe es eigentlich nie bereut, im Interesse der Firma und auch der Geschichte der Familie und der Firma gehandelt zu haben. Ich war über die Reaktion etwas enttäuscht und, wenn ich das so ganz offen hier sagen darf, über den Spott, den ich dadurch geerntet habe, ja. Ist Ihnen das schwer gefallen, der Erbverzicht? Überredet hat mich ja der Bertolt Beitz, wie Sie wissen. Das war ja quasi mein zweiter Vater. Wir haben immer V2 genannt, also Vater 2. Der V1 war natürlich Alfred. Und ich wollte die Firma nie. Er hat mir immer gesagt, wir duzen uns, und war so wie mein, fast wie ein Sohn. Er betrachtete mich so wie ein, seinen väterlichen Freund. Er hat gesagt, ich will nicht die Firma, mir liegt das nicht. Ich möchte meine Freiheit haben, ich habe andere Interessen. Und er hat seine Freiheit erkauft mit dem Erbverzicht. Und es ist auch richtig, wenn einer seine Freiheit erkauft, dass er dafür, wo man sagen, entlohnt wird, möchte ich fast sagen. Bertolt Beitz war ja ein ganz untypischer Kruppianer, wenn man so will.
Ich weiß noch, da erzählte mir mein Vater, dass er der Chef einer großen Versicherung in Hamburg war und sich mit meinem Vater zum Abendessen traf und tatsächlich dachte, dass unser Hüttenwerk BV, dass es sich dabei um einen Fußballverein handelte. Das hat uns nachträglich immer noch jahrelang amüsiert. Als er dann nämlich Generalbevollmächtigter in Essen wurde, hat er als allererstes die Hausmeisterin im Verwaltungsgebäude angehalten, doch die Geschwindigkeit der Paternoster zu erhöhen. Das war Beiz. Und mir hat man Mitte der 60er Jahre ein Unternehmen wie das meines Vaters nicht zugetraut, selbst mein Vater nicht. Ich war nicht willkommen, nicht in der Firma und auch nicht in der Familie. Homosexueller Alleininhaber von Krupp in den 60er Jahren wäre nicht gut gekommen, oder? Im Falle von Arndt hat man vielleicht sogar auf diesem Register gespielt und gesagt hat, schau, du bist nun mal, wie du bist. Und vielleicht war das mit ein Grund. Da haben Sie ganz recht, ja? Kann sein. Ich wurde hier noch von einer Nachbarin unlängst beleidigt, als ich mit dem Hund ging. Sagt sie zu ihrem Hund, geh nicht an diesen Mops hin, du bist doch nicht schwul. Dann sage ich, was meinen Sie denn eigentlich? Dann sagt sie, Herr von Bohlen und Halbach lässt grüßen. Es waren Zweifel schon bei meiner Mutter, auch bei meinem Bruder, auch bei uns, ob Arndt bei seiner Erziehung und seiner Vorbildung und seinem Charakter in der Lage war, ein so Riesenunternehmen verantwortlich in die Hand zu nehmen. Außerdem kam dazu das Riesensteuerproblem, der Übergang der Firma von Alfred auf den Arndt wäre so teuer gewesen, das hätte die Firma, glaube ich, kaum verkraften können, die Steuern zu zahlen. Reichster Frührentner Deutschlands. Krupp-Erbe. Ja, er war, das stimmt, Krupp-Erbe stimmt. Man sollte sagen, auf sein Krupp-Erbe verzichtend habender. Ich weiß, es ist unelegantes Deutsch, aber das ist wahr. Der reichste Frührentner, wo ist denn da der Reichtum? Hier. Das ist der Erbverzicht. Das ist in Wirklichkeit der Erbverzicht. Nicht das berühmte Foto, wo Herr Beiz so interessiert über dem Arndt über die Schulter schaut, ob er auch wirklich unterschrieben hat. Und die lebten, also Beiz, die machte immer auf den schönen, soliden Bankersstatus, wie heute noch die ganzen Banker. Nach außen hin machen sie immer die ganz großen, liebenswürdigen, konservativen Gentlemen. Aber ganz große Raubritter waren das damals, Beiz an der Spitze wie heute. Ja, sagte der Herr Beiz einmal im Scherz, der Arndt von Bohlen hat doch gar nicht gewusst, was eine Milliarde ist. Nun ja, wenn ich diese Voraussetzungen antreffe, kann ich einen schon so weit bringen, dass er auf die nicht gekannten Milliarden verzichtet. Manchmal hat ihn der Beiz ja gesucht. Immer, wenn er wusste, er ist in München und da ist er bestimmt bei uns. Und dann ist der Arndt jedes Mal, der hat das gefühlt. Und dann ist er zu mir in die Küche gekommen, du, ich muss mich jetzt schnell verstecken, bis der Beiz wieder weg ist. Und mach mir doch ein Butterbrot oder so schnell, ich habe so einen Hunger. Also ganz normal. Und da haben wir uns natürlich oft kaputt gelacht, dass der Herr Beiz dann weitergefahren ist. Er konnte auch hier raus und hinten beim Hauseingang raus. Er musste nicht durchs Lokal gehen. Also die Möglichkeit hat er immer gehabt, dass er hier reinkommt in die Küche und dann über den Hauseingang das Haus verlässt. Der hat jeden Umweg genommen, wenn er gemerkt hat, dass Beiz unterwegs war, als er gemerkt hat, dass er reingelegt wurde. Ja. Hetty hatte ganz recht, als er bei einem dieser Auseinandersetzungen über dieses Thema mal sagte, Arndt, kapiere es doch endlich, der Herr Beiz ist jetzt der Herr Krupp, er sitzt am längeren Ast. Und ich erinnere mich an die fast geflüsterte Bemerkung von Arndt in seinem Arbeitszimmer, da war Hetty nicht dabei, ich kann mich doch von einem ehemaligen Angestellten meines Vaters nicht so behandeln lassen. Das war diese zwei Pole, zwischen denen der Arndt steckte. Und da immer, seit dem Erbverzicht, seitdem die Tinte drunter trocken war, war er zum Bittsteller geworden. Aber es dauerte lange, bis er das begriff. Thank you.
Kurz vor dem Erbverzicht gab es ein Rencontre zwischen dem Erbprinzen Ton und Taxis und dem damals auch noch relativ jungen Herrn von Bohlen. Und der Erbprinz hat Folgendes zu ihm gesagt im Wesentlichen. Du darfst und kannst nicht verzichten. Wer hat dir denn das eingeredet? Wer ist denn dieser Vermögenszerstörer? Du kannst nicht auf etwas verzichten, was du nicht geschaffen hast. Nicht, weil seine Durchlaucht das Interesse vom Arm von Polen im Auge hatte, sondern weil ihn der Gedanke störte. Verfress es, versauf es, verluder es, aber gib's nicht her. Aber natürlich musste da ein geborener Erbprinz anders denken als ein Krupp-Erbe, auch schon in der vierten oder fünften Generation. Hetty und ich, wir verkehrten damals auch in den gleichen Kreisen. Sie war mit Johannes von Thorn und Taxis befreundet, den ich nicht besonders schätzte. Und ich glaube, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Da mochte es beispielsweise, sich Strohhalme im Flugzeug zusammenzustecken und Passagieren, die 6 Reihen vor ihm saßen, ins Ohr zu pusten. Oder fremden Damen in der Oper Enthaarungsmittel in die Pelze zu sprühen. Das ist doch sowas ist in meiner Ansicht nach unerhört. Sowas macht man ja nicht. Nee. Prinz Johannes von Thurn und Taxis, später Fürst von Thurn und Taxis, war ja auf der gleichen Ebene der Adelsliste ahnt wie Johannes. Das waren so Freundfeinde. Sie haben sich gemocht und sie haben sich nicht gemocht. Ja? Waren die mal ein Paar? Nee. Mein Gott. Also der war nicht schwul, der Thurn und Taxis. Der war Doppelstecker. Also Johannes von Thurn und Taxis war ein ganz eleganter, weiser, gebildeter Doppelstecker. Ein Zyniker war das ja, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat oder so. Da fuhr der Arndt eines Tages mit seinem Rolls-Royce Phantom 5 irgendwo in München wen besuchen. Und da sagte der Johannes, kommt mal alle ans Fenster. Da seht ihr jetzt gleich ein großes Auto vorfahren und da steigt vorne ein Fahrer aus und der klappt dann ein Treppchen herunter. Und dann geht eine Tür auf und dann kommt ein ganz kleines Männlein heraus mit einem Pelzmantel bekleidet. Und wer das sehr genossen hat, das waren seine Durchlaucht, ja. Aber er hat halt nicht alles genossen und er hat es vor allem nicht gutiert, so wie sich der Arndt vor den Anforderungen des Lebens gedrückt hat, vor denen er sich auch gedrückt hat. Also aber anders halt. So. Da sind wir. Wir dürfen hier leider nicht drehen. Wir dürfen hier nicht rein. Das hat die Krupp-Stiftung uns verboten. Ja, das ist so. Dann kommen Sie mal mit und werfen wir wenigstens einen Blick rein. Das habe ich Ihnen ja schon angekündigt, dass Sie da sehr etepetete sind mit dem. Die wollen Sie hier wahrscheinlich nicht. Die wollen mich. Das ist genau das. Die wollen mich hier nicht. Und deswegen wollen die auch nicht, dass wir hier drehen. Und dass man, hier sieht man trotzdem ein Stückchen. Also mir ist ja hier das Erwachsenwerden, Gottlob, erspart geblieben. Ja. Im Gegensatz zu meinem Vater, dem er wohl dem ja, durch den Lauf der Geschichte auch mit Unterbrechungen, genau, wie Sie sicherlich wissen, hier auf der Villa Hügel gelebt hat. Das hat ja mein Urgroßvater. Alfred hatte diese Villa hier gebaut, 1873. Das war damals, ich glaube, die modernste Villa Europas. Das war die erste Klimaanlage, die etwas defizitär, würde ich heute sagen, also nicht wirklich so funktioniert hat. Im Haus war es wohl immer ständig zu kalt, deswegen waren dauernd Leute krank. Dann hatte er ja viele Ängste. Unter anderem durfte er ja nicht mit Holz gebaut werden, weil er Angst hatte zu verbrennen. Er war in ein
Ein Mann, der einen Modernitätswahn hat und sogar Geschwindigkeitskontrollen für Reiter eingeführt hat. Es war die Zeit der Aufrüstung, der Platz an der Sonne. Ja, dieser Wilhelm II., ich sag ja, der war das Unglück in Person. Kaiser Wilhelm II. Hatte hier in der eine Suite, so als würde man denken, dass er zur Familie gehört, was quasi so war. Ja, das ist unsere enge Beziehung. Mein Vater ist hier aufgewachsen, gezwungenermaßen, wie in einem, ja, würde ich sagen, goldener Käfig ist wirklich das richtige Wort dafür. Mit strengen Regeln? Mit strengen Reglements, selbstverständlich. Man musste, ich erinnere mich daran, dass ich als, wenn man als Kind durchs Haus gegangen ist, konnte man nicht einfach in das Arbeitszimmer meines Großvaters eintreten. Ein Zettel habe ich gesehen, so ein Antragsformular, wenn die Kinder mit dem Vater sprechen durften oder wollten. In dem Haus war keiner glücklich. Man musste sich anmelden und das funktionierte durch einen Diener, den man bat, dass man als Enkel Vortritt bekam. Man kann sich das gar nicht vorstellen heute. Wenn wir die Arbeit ehren, so handeln wir auch im Sinne des Mannes, der an der Spitze des neuen Deutschlands steht, der uns allen ein leuchtendes Vorbild vaterländischer Hingabe ist. So fordere ich Sie, den Werkskameraden, auf, mit mir einzustimmen in den Ruf. Unser geliebter Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Mein Großvater Gustav war ja von Haus aus Monarchist und er hat sich aber mit den verschiedenen Reichskanzlern arrangiert, wie er sich auch mit Adolf Hitler arrangiert hat, der gleich 1933 hier auf der Villa Hügel war und dann noch 1943 sich da per Dekret eingesetzt hat, dass es Krupp als Familienunternehmen bestehen bleibt. Daher ist das ausdrücklich mein Wunsch, dass das Unternehmen als weiter Familienbusiness bleibt, nach all dem, was sie für mich getan haben. Tag und Nacht arbeiten die deutschen Rüstungsfabriken. Riesige Glühöfen härten Eisen zu Stahl. Stahl für unsere Waffen, für Bomben und Granaten, für MGs und Kanonen, für Panzerwagen und Flugzeuge und für die stolzen Schiffe unserer Kriegsmarine. Da muss der deutsche Junge der Zukunft lang und rank sein. Blink wie Windhunde, Zähne wie Leder und hart wie Kruppstahl. Am 1. April 1945 ist mein Vater hier von den Alliierten verhaftet worden. Wie Sie sicherlich wissen, hatte er ja seit 1943 den Firmenvorsitz von seinem Vater übernommen, ist dann bei den Nürnberger Prozessen auf der Anklagebank gesessen und dort auch verurteilt worden. 12 Jahren Gefängnis. In der Urteilsbegründung wurde den Angeklagten insbesondere systematische Plünderung ausländischen Eigentums und menschenunwürdige Behandlung von Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen zur Last gelegt. Alfred Krupps gesamtes Vermögen, einschließlich der Krupp-Werke, fällt der Beschlagnahme. Hat er Ihrer Meinung nach zu Recht in Landsberg eingesessen? Aus der Sicht meines Vaters nicht, weil er ja ein Stellvertreter war für seinen Vater. Aus der Sicht der Alliierten und der Amerikaner sicherlich ja. Aber man hat ihn dann ja frühzeitig auch wieder gebraucht, sonst hätte man ihn nicht nach 6 Jahren entlassen. In Landsberg am Lech öffneten sich die Tore des Gefängnisses für 33 ehemalige Häftlinge, die der amerikanische Hohe Kommissar auf deutsche Vorstellungen hin begnadigt hat. Unter den Entlassenen Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, der in Nürnberg mit 6 Mitgliedern des Krupp-Direktoriums zu langjähriger Haftstrafe verurteilt wurde. Ich war während der Zeit im Internat und das war nicht sehr schön für mich, von meinen Mitschülern als Kriegsverbrechersohn beschimpft zu werden, wie Sie sich ja vorstellen können. Drüben ist das sogenannte Posthaus, wo mein Großvater Gustav nach dem Krieg von den Amerikanern unter Arrest gestellt worden ist.
wo sie ihn erst des Hauptkriegsverbrechens angeschuldigt haben und dann festgestellt haben, dass er alt und verkalkt ist und verhandlungsunfähig. Und dort war er dann mehrere Jahre lang. Dann musste die Mutter sogar mal 4 Wochen lang auf einem Bauernhof arbeiten. Daran hat ihn die Mutter später immer erinnert, dass sie ihn quasi durch ihre Hände Arbeit hat durchfüttern müssen. Und die Bauern müssen auch recht unangenehm gewesen sein. Kommentar von Arndt, das waren die teuersten 4 Wochen Landarbeit, die jemals geleistet wurden. Er war schon manchmal umwerfend komisch. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Das hier ist eine kleine Reminiszenz an meinen Vater. Der hatte sich ja einen wunderschönen Bungalow bauen lassen. Kurz nach seiner Haftentlassung, habe ich Ihnen ja erzählt. Ich bin schlecht gestaunt, als ich das erste Mal da war mit 16, glaube ich. Ich glaube, 11 Telefone waren in dem Haus und Stereoanlage von Siemens. Riesengroßes, neueste vom Neuesten natürlich. Und es gab in einer Bar, die war mit allem Pipapo ausgestattet, gab es einen Kühlschrank, der mit Schweinsleder bespannt war. Das war wirklich das. Warten Sie mal einen Augenblick. So, jetzt müssen Sie sich aber sputen, wenn Sie noch ein Getränk mit mir trinken wollen. Auf der Kamerabube, dass Sie hier nicht stolpern. Kommen Sie mal. So, dann machen wir uns das mal ein wenig heimelig. Mögen Sie Jazz, ja? Ja. Schön, das hört sich gut. Mein Vater war, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ja, ein leidenschaftlicher Jazzliebhaber. Hoppla hopp. Er hatte tausende von Langspielplatten und einige sind ja in meinen Besitz übergegangen. Ich habe meinen Vater eigentlich immer als Outstanding Man bezeichnet. Schauen Sie mal hier, das ist ja schönes Bild, was die Beziehung ganz gut widerspiegelt zwischen. Ich bin noch sehr brav angezogen. Wie alt bin ich da? 18, 19, 20? Noch viel jünger als du. Und dann. Ja. Schaufelradbagger, da sollten Sie noch Krupianer werden, richtig? Das war der Plan. Wir haben es erfasst. Und. Gar nicht. Das ganz genau war, weiß ich jetzt gar nicht genau. Haben Sie ihn eigentlich gemocht? Ja, mehr als er mich auf jeden Fall. Ja. Hat sich nie sonderlich für mich interessiert, was er auch eigentlich mit jeder Geste zum Ausdruck brachte. Er war ja eine überragend starke, sehr, sehr charismatische Persönlichkeit. Die macht uns schon mal was zu trinken. Wunderbar. Der aber die Einsamkeit natürlich liebte und deswegen es nicht mochte, wenn viel Trubel und viele Menschen um ihn herum waren. Was mich bis heute beschäftigt ist, ich habe eigentlich in all den Jahren, in meiner Kindheit oder Jugend, nie eine Geste von Zärtlichkeit oder Annäherung von ihm erfahren. Das gab es nicht. Ich kann mich ja nicht an eine Umarmung oder Ähnliches erinnern. Ja, das ist mein Sohn Arndt, jetzt 23 Jahre alt. Er ist noch nicht in der Firma tätig, aber er studiert in Köln Betriebswirtschaft. Und wird er einmal das Werk übernehmen? Ich hoffe, dass er es einmal übernehmen wird. Ja, Herr von Bohlen, was sind denn die Wünsche, die Sie sich stellen für die Zukunft? Für die Zukunft wünsche ich mir vor allem, dass wir in Frieden weiterarbeiten können und weiter an den Zielen, die meine Vorfahren immer verfolgt haben, nämlich für das Wohl der Menschheit tätig zu sein. Die Straße heißt schön gelegen. Das ist wirklich schön gelegen, ne? Das ist hier, jetzt sind wir auf der Margaretenhöhe, nach meiner Urgroßmutter benannt. Und da waren die für die Malocher die Wohnung von
Also für die einfachen Arbeiter tolle Wohnung. Also man sah sich als Werksfamilie, als Firmenstab. Und man war stolz, Kruppianer zu sein. Man war nicht einfacher Arbeiter, man war verschmolzen mit dem Namen Krupp und war Kruppianer. Hier war man quasi beschäftigt und hatte gelebt von der Wiege bis zur Bahre. Und sogar der Bismarck war hier, um sich das Kruppsche Sozialwerk mal anzuschauen, hat dann später daraus die uns allen bekannte Sozialgesetzbewegung weiterentwickelt. Fahren wir noch mal ein Stückchen weiter hier. Da waren wir, um es mal so zu sagen, waren wir mal wieder als Familie an vorderster Front. Es ist ja meinem Vater gelungen, die Firma Krupp von einer Kriegswirtschaft in eine Friedenswirtschaft umzuwandeln. Wir haben dann ja angefangen, Staudämme zu bauen, Riesenkräne. Man vergisst das immer, was die Firma für Spektakuläres geleistet hat. Ich denke da beispielsweise an die Bergung durch unsere Riesenkräne eines Obelisken, der 4000 Jahre im Schlamm des Nildeltas gelegen hat, aus der Zeit der Pharao. Am Anfang seiner Laufbahn als Schüler und so weiter hat es ihm eine persönliche Bedeutung verliehen, dass er der Sohn seines Vaters war. Das hat er sehr genossen. Einem Schulfreund aus Sours, der ihn durch seinen Snobismus immer sehr geärgert hat, den wollte er imponieren und hat ihn nach Rheinhausen geführt. Aber Rheinhausen war damals noch in Aktion. Und ich kann mir aber vorstellen, dass, wie das ausgesehen haben muss, eindrucksvoll, wenn das gedampft und gezischt hat, ja, so wie in manchen Darstellungen die Höllenteufel der Firma Krupp. Das hat einen Arzt sehr gemopst, dass der mir jetzt entfallene Name dieser Schnösel da sich da, ja, so what. Das ist Ihr Lieblingsgetränk, Martini? Das gehört zu meinen Lieblingsgetränken, ja, da bin ich konservativ. Wie ist das mit Ihrer Mutter? Meine Mutter hat, die Mutsch hat immer zu mir gehalten. Meine Mutter musste sich ja 1939 von meinem Vater trennen. Meine Großmutter war nach München gereist und telegrafierte meiner Mutter, dass sie auch kommen sollte. Die haben sich, glaube ich, im Hotel Continental oder wie das hieß, getroffen. Und da machte man ihr dann auch unmissverständlich klar, dass sie die Scheidungspapiere zu unterschreiben hätte. Ansonsten wäre mein Vater enterbt worden und hat dann eine Abfindung bekommen von 1 Million Reichsmark in Kriegsanleihen. Und können Sie sich ja vorstellen, was die nach dem Krieg dann noch wert waren. Ja. Ja. Haben Sie sie eigentlich mal kennengelernt, Anneliese? Ja, natürlich habe ich sie kennengelernt. Ja. Mehrmals, ne? Mhm. Und seine Frau, Henriette? Nee, die habe ich nie kennengelernt. Ja, also dafür hat seine Mutter schon gesorgt. Die war ja so giftig, die Anneliese. Da hat ja kaum ein Personal lange ausgehalten, vielleicht ein paar Wochen, und dann wurden die rausgeschmissen. Eine Grande Dame. Viele hatten großen Respekt vor ihr, weil sie konnte auch launisch sein. Also wenn sie kam, dann war der Teufel los, das kann ich Ihnen flüstern. Dann war ein Umzug fällig. Also, vor allem Alarm an alle, sie kommt, haben Sie mal gesagt. Ja, also vor allem eines, Hetty war erst mal out, ja? Denn die beiden unter einem Dach. Das war zwar manchmal so, aber es ging nie gut aus. Seine Mutter hat vom Personal Hetty's Sachen zusammenpacken lassen und dann einfach vor die Tür gestellt. Ja, und dann ist Hetty abgereist. Und ja, wir hatten halt schon Zeit für uns. Ja, das ist nicht nur einmal vorgekommen, wenn diese beiden Damen irgendwie zusammen trafen, dann war Rette sich, wer kann. Und ich bin dann meistens sehr schnell auch abgereist. Obwohl das Ihre Frau ist, Henriette, und Sie verheiratet sind. Ja, also bei der Hochzeit wäre ich gern dabei gewesen. Mhm. Komödienstadel in Weiß. Nein, jetzt mal mit miteinander wird man nicht. Unverschämtheit ist das. Immerhin ist sie Prinzessin Henriette von Auersberg. Das ist 750 Jahre österreichischer Hochadel, mein junger Freund. Kleiner Blaubilder. Sie war eine sehr muntere, hochadelige Dame. Das hat natürlich dem Geldadel Arndt gut gepasst.
Und als die beiden auftraten, da mussten wir erst mal schon stark durchatmen, um das zu begreifen, das Schauspiel. Ein echter Kumpel, Henriette von Auersperg, hatte ihn, den letzten Krupp, doch noch überzeugt, ein Leben ohne Frauen öd zu finden. Nach zweijähriger Prüfung ließ sich einer der reichsten Rentner Deutschlands, 2 Millionen Mark Apanage pro Jahr, von der 34-jährigen Prinzessin aus österreichischem Uraltadel unter die Haube nehmen. Das Ja des Paares in der Schlosskapelle von Blühnbach erklang zum ersten Mal für einen Krupp auf katholische Weise. Grund genug für einige Krupps, so heißt es, dem verspielt verliebten Bräutigam Gram zu sein. Europas High Society drängte zu einem Fest, das Bertolt Beitz, Krupp-Manager und väterlicher Freund, erleichtert kommentierte. Ich habe einen Abend Sorgen gehabt, das muss ich schon sagen. Aber meine Sorgen werden nur weniger. Los wäre ich sie, glaube ich, nicht. Dankeschön. Und Mutsch und ich sind von da unten hochgekommen. Mutsch ganz königlich angezogen. So eine Art irgendwas zwischen Helm und Blumenvase auf dem Kopf. Nicht ganz seriös. Sie mir erzählt, dass sie auf und dran ist, irgendwas zu lernen, wie Steward ist oder irgendwas Langweiliges. Warum willst du denn sowas machen, habe ich sie gefragt. Warum heirate mich doch? Ich bin ja für die Jagd ein wenig zu schreckhaft. Und jetzt haben wir eine tüchtige, mutige österreichische Jägerin im Haus. Er hat sie ja doch sehr gemocht, die Hetty. Also das, er hat sie auf seine Art und Weise geliebt. Aber natürlich war sie kein Mann. Da war niemand schockiert. Das ist einfach, das war der Playboy schlechthin, der zwar nicht wie die anderen Playboys à la Gunter Sachs das Stöckelwild im Auge hat, sondern eben mehr den geschmeidigen jungen Mann. In Blühnbach hatten sie 1969 geheiratet, Arndt und Hetty. Und ich wurde also mit der Privatmaschine damals mit nach Marrakesch also eingeladen, mitzufliegen, um dann dort, fast 40 Tage lang habe ich dort gemalt, an diesem großen 8 Quadratmeter großen Bild. Und dann kamen seine berühmten Freunde, da war Yves Saint Laurent, da war Mick Jagger, da war Marianne Faithfull, diese Sängerin, es waren Jean-Paul Getty, mit seiner wunderschönen jungen Frau Talita Getty. Und die standen alle um mein Bild herum und schauten mir zu oder ließen sich die Nasen vergolden oder sie anmalen. Das war ja die Hippie-Zeit. So Flower Power und Hasch und alle diese Dinge. Also eigentlich schöner ging es gar nicht. Das war ein Traum wie Tausend und eine Nacht. Einfach herrlich hier. Das war schon Ende der 60er Jahre, war das sozusagen hier ein junges Saint-Tropez. Also mitten in der Wüste und ohne Touristen. Und wissen Sie, da gab es einen Adolfo de Velasco, der hatte so eine kleine Boutique im Hotel La Mamunia, das kennt eigentlich jeder. Also Kaftane und Antiquitäten verkauft und tralala und Schnickschnack. Und der hat immer gesagt, wenn die Neuankömmlinge da waren, hat er uns immer gleich die Leckerbissen, wie er die nannte. Also es waren besondere Leute, schöne Leute, intelligente Leute, Glamour-Leute. Die hatte uns dann schwupp, waren die gleich bei uns. Und dann haben wir hier wunderbar gefeiert zusammen. Es war wie eine, Sie müssen sich das vorstellen, wie eine Schicksalsgemeinschaft von diesem Strom von An- und Abreisenden. Und man war zusammen. Es war ein Glamour des Geistes, habe ich es immer genannt. Wie war das hier mit Drogen eigentlich? Sie haben Paul Getty erwähnt, dessen Frau Tahita ist doch Anfang der 70er Jahre hier um die Ecke an einer Überdosis Heroin gestorben, richtig?
Ja. Und nicht nur sie. Das ist besonders eine wunderschöne Frau. Es geht mir immer besonders nah, wenn jemand so schön ist und der dann von uns geht. Und wir haben natürlich hier alle mit Drogen herum experimentiert. Die Hattie mochte das überhaupt nicht. Die war strikt dagegen, aber es war. Es war harmloses, meist nur harmloses Kiffen. Aber hier in diesem Haus hier wurde. Ja, das halbe Riffgebirge wurde hier verbraucht. Es war die Zeit. Zeit mit der Hattie, das war ja ein wunderbarer Auftritt, aber die Ehe, die war ungefähr so selten wie Weihnachten und sie hat es nie gedacht. Sie glaubte, ihn in den Griff zu kriegen, aber das schlug fehl. Sie liebt ihr Leben, ich liebe meins und wir haben zusammen eine sehr schöne Schnittmenge eines gemeinsamen Lebens. Hier, der Stern schreibt was über dich. Mhm. Aus dem Leben eines Taugenichts ist die Überschrift. Also, willst du es hören? Du liest es ja eh vor. Was soll ich jetzt machen? Der letzte Krupp Arndt von Bohlen und Halbach ist der erste Krupp, der kein Geld mehr verdient. Er gibt es nur noch aus, mit vollen Händen. 2 Millionen Mark im Jahr und manchmal auch noch etwas mehr. Wie schafft er das? Das ist gar nicht so schwer. Also bitte. Jetzt steht hier, du bist nicht hart wie Stahl, sondern eher weich wie Watte. Am liebsten sitzt er vor einem überdimensionalen Schminktisch, um den ihn eine Hollywood-Diva beneiden würde. Er pinselt sich seine langen Wimpern über den grünen Augen mit Estée Lauder. Estée Lauder. Lauder. Mhm, Schatz, das ist richtig. Aber woher wissen die das? Haben wir eine undichte Stelle oder hast du es im Sternfritzen erzählt? Nee, das war der Mosi, dieser Verräter. Da war ich neulich. Ja, das lese ich auch gerade. Er lässt sich von seinem Chauffeur im dunkelroten Rolls-Royce Phantom Weinrot zum Münchner Prominentenschneider Rudolf Mooshammer in die Maximilianstraße fahren. Dort setzt er sich auf ein Höckerchen und ratscht mit dem Chef über die Kundschaft oder lässt sich von ihm modisch inspirieren. Er war auch eigentlich der Entdecker von dem späteren angeblichen Modeschöpfer Mooshammer. Als er nämlich Laufbursche war bei Max Dietl, dem Herrn Schneider, da hat er ihn finanziert für die Boutique Carnaval de Venise. Und durch ein Entgegenkommen von hinten sicherlich ist es dann geschmeidig abgewickelt worden. Ja, die Zweipackfrisur hatte Mooshammer zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber er war schon. Also für das Beuteschema von Arndt war das nicht so schlecht. Und Mooshammer konnte dann glänzen. Einen Tag lang ist er sogar mit den Kosten und mit der Unterstützung von Arndt mit einem Geparden an der Leine die Maximilianstraße einmal auf und ab gelaufen. Und jetzt kommt hier am Ende noch ein Zitat von dir. 1000 Mark Klimpergeld am Tag brauche ich. Na, ich auch. Ja, bist du. Hm? Also ich nehme jetzt ein Bad.
sie geschrieben haben, mit langen, seidigen Wimpern, das gefällt mir. Ich gebe ja auch Hettys Freundin, muss ich immer Schminkunterricht geben. Und Tipps, ich stand irgendwo in einer Zeitung, mein liebster Aufenthaltsort sei unter der Trockenhaube. Das ist natürlich Quatsch, aber ich mag Lidstriche an mir. Und ich mag auch Wimperntusche an mir. So, ich glaube, ich bin fertig. Meine Familie ist ja protestantisch, also freudlos protestantisch. Und da wurde sich nicht geschminkt. Da gab es auch keinen Schmuck, weder bei meiner Großmutter noch bei meinem Urgroßvater. Ist das zu viel? Nein, sieht sehr gut aus. Und das galt als eitel, das war verpönt. Und es ist ja so, wie Sie sicher schon festgestellt haben, dass ich mich gerne verwandle und das zu mir gehört. Und mich gerne schminke. Und vielleicht ist diese Verwandlung da, denke ich, manchmal bin ich auch dem Schauspieler nicht ganz, ganz unähnlich. Ich bin auch oft gefragt worden oder es wurde oft an mich herangetragen, ob das ein Beruf für mich wäre, aber ich denke, das, ich habe das immer verneint, obwohl ich darin eine gewisse Faszination sehe, aber ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Wissen Sie, ich habe in meinem Leben ja eine Rolle zugedacht bekommen, die ich hätte spielen sollen in meiner Familie, und die hat man mir nicht zugetraut, die hat man mir wieder weggenommen. Und damit muss ich umgehen. Ich habe sie aus heutiger Sicht auch gar nicht haben wollen. Und diese Rolle, die ich jetzt habe, die zweite Rolle, die habe ich mir selbst ausgesucht. Und die zweite Rolle, die hat zu tun mit Schminke, mit Verwandlung und mit Schmuck, wie Sie sehen. Ich fühle mich ohne Schminke nackt und ohne Schmuck auch, ja, auf eine Art und Weise ungeliebt. Ich bin nur heilfroh, dass ich zum Beispiel nicht so aufgewachsen bin in diesem dunklen Kasten wie mein Vater. Denn, wissen Sie, das Streben nach Schönheit und nach Anmut und nach Glanz, beflügelt durch Kostüm und Schminke und Schmuck, das hat keinen Wert, wenn sie kein Licht haben dafür. Sie müssen raustreten, ich muss raustreten in die Welt, in das Licht. Das bin ich wieder ähnlich dem Schauspieler, der in das Rampenlicht tritt. Ich muss durch den Vorhang gehen, denn dann erst beginnt das alles zu strahlen und wird schön und hat diesen Glanz, um den es mir geht. Oft wird Schönheit ja als profan empfunden und
oberflächlich. Das stimmt nicht, das ist so nicht. So, jetzt hier. Achtung, Werksgelände, erhöhte Gefahr. Da ist er schon. Da haben wir schon hier den. Sieht man hier schön den, unseren Förderturm. Rossenrei, Zeche Rossenrei. Das war damals sehr, sehr modern. Und durch die Erträge, die hier erwirtschaftet werden, beziehe ich meine Förderrente. Sein festes Einkommen war nämlich eine sogenannte NCR, Registrierkassenrente. Ein fester Betrag von 1 Million, von dem noch 150.000 Mark jeweils Erbschaftssteuern abgingen. Und das andere, die Förderrente, ja, die lag in Gottes Hand. Fördert nun die Essen Bergwerke AG oder später die Ruhrkohle AG? Die muss nämlich nicht dort fordern. Die muss auch nur die Abgaben abführen, wenn sie dort was gefördert und verkauft hat. Sie kann ihm sogar die Kohlen vor die Haustür kippen. Aber es war halt immer erst ein Jahr später. Das heißt, er musste sich erst mal ein Jahr vorfinanzieren. Das heißt, die ganze Karriere fing mal mit Pumpen an. 68 musste er sich bereits eine Vorauszahlung von 500.000 Mark erbitten. Ich sage erbitten, denn da war der Erbverzicht ja schon geleistet. Der Steuerprozess war auch der Grund für den überschuldeten Nachlass. Das hat mich stachelgrün geärgert, um einen Ausdruck von Hetti von Bohlen zu brauchen, stachelgrün geärgert, in diesen ganzen Misszeitungen von der gelben Presse über andere Zeitungen zu lesen, starb überschuldet, hinterließ nichts als Schulden. Das ist Rubbish. Deutschland hat nicht umsonst innerhalb eines halben Jahrhunderts zwei Kriege angefangen und sauber verloren, als dass da nun keine Konsequenzen folgen müssten. Und eine davon war eben diese Zerschlagung oder Entflechtung. Du darfst Geld haben, du darfst Grundstücke haben, aber du darfst dich nicht mehr wirtschaftlich betätigen. Kurz und gut, ob da Steuern rauskommen bei deinen Verkäufen, das ist uns ganz gleichgültig. Uns interessiert nur, dass du als wirtschaftlicher Großfaktor verschwindest. Es war ein alliiertes Gesetz. Wir haben also hier nicht den Fall, dass einer nicht Steuern zahlt, so wie das heute Mode ist, oder dass einer glaubt, nicht Steuern zahlen zu müssen, wie das heute auch Mode ist, sondern dass ein positives Gesetz vorlag, das sagte, die Einkünfte aus den Kohlegruben so und so sind nicht einkommensteuerpflichtig. Und dieses alliierte Gesetz hat die Bundesrepublik bei ihrer Gründung zusammen mit vielen anderen Gesetzen als geltendes Gesetz übernehmen müssen. Das verdrängen wir Deutsche alle. Wir waren unter Kuratel. Alfred Krupp und seine Berater sagten, gut, um mir dieses Recht, das nicht ewig währen würde, irgendwann werden die Alliierten abziehen. Also, was tue ich? Er ging hin, es klingt was biblisch, und opferte sein halbes Recht, um sich die andere Hälfte auf Dauer zu sichern. Es wurde also mit der deutschen Finanzverwaltung einerseits und mit Vertretern des Hauses Krupp andererseits verhandelt. Da haben beide Seiten geglaubt bei diesen Verhandlungen, sie hätten sich geeinigt. Sie haben sich aber tatsächlich nicht geeinigt. Und zwar einfach deswegen, weil es hier so gründlich heißt, alles, was Alfred Krupp und seine Erben und Nachfolger kriegen, ansah immer nur die Zurückzahlung der bisher gezahlten Steuern, dass er 18 Millionen vom Fiskus wiederkriegt nach einer gewonnenen ersten Instanz und entsprechend positiven Briefen seiner Steueranwälte, war ihm das auch gar nicht übel zu nehmen, diese Hoffnung. Sein ganzes Testament war auf dieser Tatsache aufgebaut. Ja, und nicht auf der Tatsache, dass 32 Millionen nachzuzahlen sind. Meine Anwälte haben mir mitgeteilt, schreibt hier der Herr von Bohlen an den Herrn Beitz, dass sowohl deine als auch die vom Leiter der Steuerabteilung der Firma Krupp geführten Vergleichsgespräche mit der Finanzverwaltung gescheitert sind. Du verfügst über die notwendigen Verbindungen und Kontakte und du bist daher der Einzige, der die Angelegenheit an den Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen unmittelbar herantragen kann.
Im Falle eines negativen Ausgangs des Finanzgerichtsprozesses werde ich nicht in der Lage sein, die aufgelaufenen Steuerschulden zu zahlen. Das würde also im Ernstfall meinen vollständigen Ruin bedeuten, den sicher auch mein Vater nicht gewollt hätte. Und meiner Meinung nach du ebenfalls nicht, da sonst mein einziger Ausweg wäre, meinem Leben ein Ende zu setzen. So. Gibt es da eine Antwort drauf? Nein, nicht meines Wissens. Nach dem Tod von ihm begannen ja größere Streitigkeiten, Finanzamt, Steuergeschichten, gewaltig. Da war Roman Herzog, der hat es zum anständigen Vergleich gebracht. Roman Herzog. In oben genannter Sache schreibt er an den Minister, hoffentlich darf ich das vorlesen, ohne dass ich ins Gefängnis komme, erlaube ich mir, einen Vergleich einzuregen, der etwa in der hälftigen Besteuerung der streitbefangenen Einkünfte bestehen könnte. Also, wie Mensch ärgerlich, dich nicht zurück zum Anfang. Hä? Die Entscheidung des Bundesfinanzhofes führt im Ergebnis zur vollständigen Besteuerung. Genau zu dem, womit sich Herr von Bohlen dann die Kugel schießen kann, weil er ja keine Hilfe zugesagt kriegt. Die Entscheidung führt also zur vollständigen Besteuerung. Sie ist nach einer ersten Überprüfung verfassungsrechtlich jedenfalls nicht völlig bedenkenfrei. Verfassungsrechtlich. Das stinkt so zum Himmel, dass es verfassungsrechtlich nicht bedenkenfrei ist. Herr Baron, wie sieht eigentlich ein ganz normaler Tag bei Ihnen aus? Also meistens schlafe ich bis mittags. Naja. Und dann stehe ich auf, dann mache ich mich zurecht. Sie wissen ja, dass ich mich ganz leidenschaftlich gerne schminke. Und dann kommt es auch schon mal vor, dass ich 8 Martinis vor Mittagessen trinke. Das sind doch die Dinge, die Sie wahrscheinlich hören wollen. Ja, ja, dann ist das Mittagessen, danach ist Ausruhen und sehe ich normalerweise ein bisschen fern. Am liebsten schaue ich Raumschiff Enterprise. Meiner Ansicht nach hervorragende Schauspieler. Und dann ist es Ausruhen und ab und zu vergebe ich noch mal ein Geschenk oder einen Orden aus Gold oder Brillanten an meine Freunde und dann hin und da hier und da eine Party und im Grunde genommen im Großen und Ganzen ist es das. Ich bin einfach nicht dafür geschaffen, jeden Tag hinter einem Bürotisch zu sitzen und mich da mit einer Sache zu beschäftigen. Das kann ich nicht. Weil früher, da war das auch schon anders. Da haben wir uns mehr, fallen lassen können und sind dann ab und zu zum Fenster rausgeflattert. Das ist jetzt anders, aber das ist auch nicht schlimm. Also diese ganzen Partys, die ich gemacht habe in Saint-Tropez und in Marrakesch, das will ich nicht mehr. Da bin ich jetzt lieber hier in meinem Armenhaus, hier auf Sylt. Hetty sagt immer, vielleicht willst du nicht mehr, dass die Leute zu uns kommen, weil du dich ausgeglitzert fühlst. Vielleicht hat sie recht. Vielleicht
Hat sie recht. Vielleicht bin ich auch ausgeglitten. Dieses Gemälde hatte Arndt ausgesucht für sein Schiff. Und für $10.000, das war abgemacht, und auch der Termin 1982 im Hafen von Menton lag das Schiff. Und dort sollte ich dann einen Monat später das Bild hinbringen, exakt an einem Tag, weil er von dort dann nach Porto Cervo aufbrechen wollte. Ich bin mit meiner Frau stolz dann mit dem Bild nach Menton gefahren und war ganz enttäuscht, dass der Arndt nicht auf dem Schiff war, also vom Schiff runter. Und dachte ich, jetzt zurück nach München ist auch blöd. Jetzt mit den Taschen voll Geld, das ist ja nichts. Also dachte ich, jetzt noch ein bisschen Abstecher irgendwo hin, Richtung Venedig. Arndt von Bohlen war ein sehr penibler Mensch. Und weil dort ja gestohlen wird, auch von Schiffen runtergestohlen wird, hat eben diese Schmucksachen verschieden verteilt in den Kabinen. Da war's und da war's hinter die Wäsche und da war's da. Und bei der Frau von Bohlen Mutter war das nicht der Fall. Die hat darauf bestanden, dass er auf ihrem Schmuck quasi schläft. Das war ihr Fehler. Wir laufen über den Markusplatz, so sag mal 2 Tage später. Und da ist ein großer Kiosk mit deutschen Zeitungen. Und so groß, Bildzeitung, ganz groß, Krupp-Yacht explodiert. Nein, das gibt's doch nicht. Also wir kamen ja gerade daher. Auf jeden Fall nachts um 4 oder früh um 4 ging der Brand los auf dem Schiff. Das war ja ein bei Burmeister gebautes Holzrumpfschiff. Und es brannte wirklich ab, bis dann der Tank explodierte. Und das ist sehr couragiert gewesen vom Herrn von Bohlen. Er ging, obwohl die ganze Bude schon brannte. Also ich habe sowas nie so schnell furchtbar lichterloh brennen sehen. Der Arndt ging noch rein und hat doch noch das ein und andere rausgeholt. Sonst wäre der Schaden noch größer geworden. Und das Einzige, was ich im Nachthemd noch mit war, war eine Aktentasche. Über die, da hat auch der von Bohlen immer den Witz gemacht. Also wenn der mal stirbt, dann geht er auch nur mit der Aktentasche. Von dannen. Herr Baron, wenn ich mir die jungen Herren hier alle so anschaue, haben Sie eigentlich Freunde? Das die Frage ist ja beantwortet. Dann schauen Sie sich um. Das ist mein Ältester, Frau Peter, komm noch mal zu uns. Natürlich habe ich Freunde. Selbstverständlich, Peter. Das ist Peter. Ja, es gab ja einen Prinzen, der immer zur Hand ging, Ruppi, Hohenlohe. Prinz Ruprecht Hohenlohe Langenburg war der Reisesekretär und ist halt mitgedackelt. Sie dürfen nicht vergessen, der Herr von Bohlen hatte einen Tross hinter sich von 6, 7 Hausangestellten. Das war jetzt kein Angestellter in dem Sinne, es war ein Freund und ein Angestellter. Also der hat alles gemacht für ihn. Das, so ein Feingeist, der braucht da irgendwie einen für das Grobe. Und das war Ruppi. Ruppi hat es charmant gebracht, hat auch aufgerissen, wenn es hieß, kannst du mal schauen, dass ich den kenne oder die kennenlerne. Das wurde ganz elegant von ihm erledigt. Er hatte ja auch längere Zeit einen Lebensgefährten, einen asiatischen. Der hat ja den Herrn José Horstmann Omila als Reisesekretär. Ob es nun der Freund von Herrn von Bohlen war oder nicht der Freund von Bohlen war, manchmal gar nicht. Die hatten manchmal einen enormen Krach, weil einfach der eine war ein Schlamper und der Herr von Bohlen war nämlich Krupp'sche Eigenschaft sehr penibel, sehr genau. Aber soweit ich das mitbekommen habe, auf meinem Abschnitt, da war auch in puncto Herr Omila gemischte Wetterlage eher Frost. Ja, soweit mich das als kaufmännischen Angestellten überhaupt was angeht, dieses Thema. Sie verbindet eine ganz tiefe Freundschaft zu dem thailändischen Königshaus, zu der Königin Sirikit und zum König Bhumibol. Ich habe auf meiner Thailandreise Menschen kennengelernt und dieses reizende Königspaar, was den ganzen Tag nichts anderes denkt und tut, ist das Los seiner Landsleute zu verbessern. Und ich habe die Königin Sirikit unterstützt in ihrem Engagement. Wenn man das jetzt vielleicht negativ alles betrachtet, seine Verschwendungssucht. Aber auf der anderen Seite, er hat über 300.000 Euro im Jahr nach Thailand für gute Zwecke, Altenheime, Kinder, Krankenhäuser, eine Leprastation. Der hat so viel Geld als edler Spender und für gute Zwecke. Er hat ja nicht das Geld nur rausgehauen. Er hat auch diese
soziale Seite gehabt. Es waren ja viele Bittsteller, die Briefe geschrieben haben an Arndt und einfach von seinem Vermögen auch was haben wollten und in Not waren und gebeten haben, er möge helfen. Oder weil er, was er sich gar nicht leisten konnte, 400.000 Mark einfach für die katholische Kirche in Manila hergibt. Wir haben bis zu 2.000 Briefen im Jahr bekommen von Leuten, die Hilfe brauchten. Und da hat er wirklich uns auch gebeten, ganz individuell darüber zu wachen, zu schauen, wo kann man wirklich was helfen, was können wir da machen. Und es gab Fälle, wo sich der Arndt auch selber gekümmert hat. Oder unter meiner Ägide 125.000 Mark an die katholischen Melkiten, die im Libanon totgeschossen wurden. Das hat ja keinem Schwein hat das interessiert, das stand in keiner Zeitung. Da stand bloß drin, dass er im Kaisbistro wieder mal eine Suppe gegessen hat. Und das ist das, was mich zur Weißglut bringt. Das ist so unverschämt. Arndt hat es halt mehr im Verborgenen gemacht, weil da ging es gar nicht darum, dass er sich da irgendwie präsentiert als jemand, ich helfe den und den. Das hat einfach nicht diesen Öffentlichkeitscharakter dann gehabt. Der Arndt stand jeden zweiten Woche oder Monat mit Sachen in der Zeitung, aber die waren nicht so schmeichelhaft. Arbeiten, was? Das hat mir gerade noch gefehlt. Das fand der Arndt ganz lustig und unterhaltsam. Und bis er merkte, dass sein Unterhaltungswert bei der Presse, die nur daran interessiert war, so langsam sinkt, da war es schon zu spät. Denn eines gilt in Deutschland, wenn Sie in der Mühle der Presse sind, dann kommen Sie da zu Lebzeiten nicht mehr raus. Da hilft noch nicht einmal, wenn Sie frühzeitig und unter dramatischen Umständen sterben. So. Hier liegen sie alle, hier liegt meine ganze Familie. Nur ich fehle. Arndt, Krupp von Bohlen und Halbach, den gibt es nicht. Ne? Ich werde da nicht liegen, also der letzte Krupp tanzt aus der Reihe. Aber wenigstens tanzt mal einer. War das schwer, den zu malen? Sehr. Er war ja ein gut aussehender Mann. Als 18-Jähriger, 19-Jähriger hatte ein markantes, gutes Gesicht. Schöne Nase, gutes Kinn, gute Form des Kopfes. Also eigentlich ein gut aussehender Mann. Männlich aussehend. Nachher sah er sowas von verschnippelt aus. So ein kleines Stupsnäschen, die aufgeschwollenen Lippen schon und Wangenknochen und alles unnatürlich und schrecklich. Das war der Schönheitswahn eigentlich. Und der natürlich dann bei seiner Krankheit, als er hatte ja Mundbodenkrebs, so viel ich weiß, das hat ja sein ganzes Gesicht entstellt. Es hat ihn ja fast mal in Amerika das Leben gekostet, als er sich von einem Doktor operieren ließ, der wahrscheinlich, mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, den Wiederausbruch seines Mundbodenkrebses zur Folge hatte. Aber er war natürlich Arndt auch schuld, ist wie immer, immer zwei Seiten. Er wäre dann zum Nächsten gegangen, wenn der es nicht gemacht hätte. Der hat natürlich als eitler Mensch schrecklich darunter gelitten. Also das war mit Schönheit überhaupt nichts mehr. Es war nur noch der Horror. Wenn ich diese dritte Operation überhaupt hinter mich bringe, sagte der Arndt einmal, da lasse ich mich in Blühnbach einschließen, so ähnlich wie der Ritter mit der eisernen Maske. Da machen wir den ersten Stock halb zu, da kommt ein Gitter hin. Denn so will ich nicht mehr, dass je ein lebender Mensch mein Gesicht sieht, bis auf die, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, weil ich sie bezahle. Ich fand es unglaublich tragisch, dass er dann so früh schon gestorben ist. 48 war er, als er starb. Elendigst, alleine in München. Wir waren alle da und es war schrecklich.
Vermissen Sie ihn noch? Ja, das war schon für einen Sachbearbeiter der Münchner Rückversicherung für Maschinenbruch und Montagegroßschäden war die Aura der Familie Bohlen und Halbach und das Leben des Krupp-Erben und des reichsten Frührentners Deutschlands und überhaupt sein ganzes Tun und Lassen war schon eine erinnerungsfähige Erfahrung. So, jetzt soll ich Ihnen mal die Geschichte meines Urgroßvaters Friedrich Krupp erzählen? Jawohl. Ja, wollen Sie die hören? 1898 verlustierte sich ein übergewichtiger, dicker Mann mit akkurat gestutztem Schnurrbart in seinem Schlafzimmer auf Capri mit italienischen Jünglingen. Das war mein Urgroßvater. Friedrich Krupp, der war als Kind immer verhätschelt worden, wurde von Kurort zu Kurort gereicht. Und dann hat er am Ende seines Lebens seine Frau, seine Kinder und den Hügel in Essen verlassen, ist nach Capri gezogen. Und dort wurde es dann der italienischen Regierung irgendwann zu bunt. Man hat ihn aus der Insel des Landes dann verwiesen. Es gab natürlich wie man sich vorstellen kann, einen handfesten Skandal im Deutschen Kaiserreich. Und die sozialdemokratische Presse ist natürlich weitgehend ausgeschlachtet für sich. Ich vergleiche das manchmal mit der Situation der Boulevardpresse hier hierzulande. Da frage ich Sie, was Sie frage ich auch, Sie den ganzen Tag freundschaftlich gemacht haben, warum lassen Sie uns denn nicht einfach in Ruhe? Ja? Warum lassen Sie uns denn nicht einfach in Ruhe unser Leben leben? Warum lassen Sie uns denn nicht einfach so sein, wie wir wollen? Warum lassen Sie uns nicht in Ruhe? Ausgeglitzert.